Herzlich willkommen zurück zu Let's Play Bioshock Infinity. Jawohl, mein Name ist Glabur und wir machen weiter. Ja, er ist hier jetzt sogar mal stehen geblieben. Hab mich mal sehr gewundert. Wir haben hier ja einen neuen Revolver und ich bin gespannt, wie es jetzt weitergeht. Wo müssen wir hin? Wir müssen dahin. Geh zur Time Clock und rette. Okay, wir sollen ja den Dingens da retten. Aber wir gucken uns jetzt hier erstmal um. Das können wir nicht aufmachen, okay. Handyman, aufgepasst! Oh. Kleines Arschloch, lass mich in Ruhe. Lass mich ins Herz schießen. Hier, bitte. Spring da jetzt und die hüpfen. Nein! Ich weiß genau, wo du bist. Ein kleines Arschloch, lass mich in Ruhe. Haben wir? Oh, leck mich fett, Alter. Was geht denn hier ab? Ja. Ich kann sie nicht leiden, Mr. DeWitt. Aber ich gebe zu, im Kampf stehen sie ihren Mann. Oh, macht er mich fertig. Ausrüstung. Ausrüstung ist eine Art der Spezialkleidung, das kennen wir schon, blablabla. Was macht die denn? Neues Hemd, Schockjacke. Bei Nahkampf Schaden 50% Chance, Feinde in der Nähe zu schocken. Opfer sind 2 Sekunden lang verwundet und neben 50 Schaden. Ausrüstung abnehmen. Ja, machen wir doch mal das. So, jetzt zoomen wir aber erstmal hier alles. Wir brauchen Salz und etc. bla bla. Hier unten sind schon mal 2 Kisten, da ist nichts. Ja? Weiß nicht, wodurch ich dich umgestimmt haben sollte. Sie haben mich beschützt. Job ist Job. 8-Stunden-Tag, Lohnfortzahlung. Das sind also diese Pistole hier ist scheiße. Der Anarchist ist der Freund des Hungers. Das brauchen wir jetzt hier nicht. Hier ist mehr Nahkampf. Der Spießgeselle der Krankheit. Ich werde nicht zulassen, dass ein Anarchist zwischen euch und euren Lebensunterhalt tritt. Was haben wir hier? Magazinvergrößerung. Ich muss auf jeden Fall mehr Schaden, mehr Munition, Magazinvergrößerung, Schadensbuße. Was ist das? Erhöht den Schaden der Feuerschutz, Feuerrate mehr. Mehr Munition. Mein Gott, da habe ich doch gerade ein Bäuerchen gemacht. weniger Rückstoß, Magazinvergrößerung. Ich würde sagen, wir sparen erstmal gerade ein bisschen. Das nennen Sie eine Knarre. Das ist keine Knarre. Oh, das war falsch. Die möchte ich wieder weg. Jawohl, mitgenommen. Guck mal da. Man muss wirklich so exakt gucken. Okay, was haben wir? Hier haben wir nichts. Okay. Oh, jetzt wäre ich fast im Kreis gelaufen. Erstmal hier. Ach, wir können doch auch schneller gehen. Was bin ich denn heute so lahmarschig? Geht ja gar nicht klar hier. So, was haben wir hier noch?
Munition. Munition. Ja, da hinten blinkt was. Da komme ich gar nicht hin. Hallo. Da ist eine Kiste über mir. Hell, da komme ich aber nicht hin, Leute. Echt nicht, auch nicht, wenn ich C drücke. Hier ist eine unsichtbare Wand. Ah. Da komme ich echt nicht hin. Ich habe Geld gefunden. Bedarf? Keine Ahnung, Leute, da ist irgendwas buggy. Die Hyäne ist eine Betrügerin. Sie lebt, um Unruhe zu stiften. Sie gibt mir ihr Geld nicht. Hier, für die Kasse. Ja, danke schön. Sie euch nichts als ihr Hohnlachen. Also die hilft wirklich sehr gut, muss ich wirklich sagen. Wenn ich das gewusst hätte, dass die da nicht so schnell vor oder wo sie vorgelaufen ist, dass ich das da hätte einsammeln können. Da können wir wohl jetzt nicht rein. Ne. Dann hätte ich das wohl, glaube ich, auch gemacht. Oh! Ich bin schon am Suchen. Arschloch. Wo sollen wir lang? Da. Machen wir doch erstmal das Gegenteil. Ja, la 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 la. Jawohl, abspielen. Früher hatte mich keiner beachtet. Dann dachten sie, ich hätte Lady Comstock getötet. Und alle waren hinter mir her. Ich bin nach Finden und habe mich versteckt. Bin untergetaucht. Je mehr sie gesucht haben, desto weiter bin ich abgetaucht. Das ist das Einzige, worauf sich ein farbiges Kind verlassen kann. Dass es unsichtbar ist. Vielleicht in der Zeit heutzutage nicht. Gesundheitskit, Gesundheit brauchen wir nicht. Salz, ich weiß nicht, füllen wir jetzt mal die Munition von dem Maschinengewehr auf. Wir füllen jetzt einfach mal alles auf, Leute. Scheißegal. Ich habe irgendwie die Para, dass mir hier nachher wieder ohne Ende Munition fehlt. Da habe ich jetzt nicht so die Laune drauf, wenn ich ganz ehrlich bin. Und so teuer ist es ja auch nicht. Also das muss man ja wirklich sagen. Munition geht ja eigentlich ganz klar. Weiß nicht, ob ihr sowas gemacht habt. Könnt ihr mir ja mal in den Comments schreiben. Würde mich sehr interessieren, ob ihr Munition gekauft habt oder ob ihr gesagt habt, nö, ich finde genug. Das braucht man nicht. So, hier ist richtig, oder? Ja, nach da oben. Halt, wartet mal. Oh. Salz ist voll, aber hier... Na gut, da ist diesmal nichts offen. Oh, guck mal da. Bist jetzt weg, ich schieße mir durch. Hahaha. Kann man hier auch lang? Ne, wir sollen eigentlich zurück. Aber ich bin der Meinung. Oh, der gruselige Augen. Krähen, Fallen, Hilfe. Teufels. Erhöht den Schaden. Ah, das ist sehr schön. Ich mag das mit dem Feuer. Annehmen. Gut, das sollte reichen. Salz. Hier ist etwas Geld. Ja, dann gib her. Hier. Danke, my lady. Ah, die ist so lieb zu einem. Was ist das denn da? Ein Riss. Okay. Ich würde sagen, hier sollen wir noch gar nicht hin eigentlich. Wir gehen mal weiter. Da, wo wir hin sollen jetzt. Ich glaube, ich dölmer heute etwas rum. Hier ist es, Mr. DeWitt. Ja, ja. Jetzt müssen wir nur noch rein und Mr. Lynn finden. Und nimm mich bitte, Booker. Genau. F betreten. Jawohl, Bereich verlassen. Der gute Time Club. So. Ey, absolut geil. Also ich bin so begeistert von diesem Spiel. Ich glaube, ich sage das in jeder Folge, aber ich habe schon lange nicht mehr so viel Spaß in einem Spiel gehabt. Adam, wo der Löwe brüllt. Die Show beginnt in Kürze. Da,
Tja, die besten Einstellungstests. Oh, die möchte ich auch setzen. Sind die, wo einer gar nicht merkt, dass er getestet wird. Aber ich habe sie seit dieser Verlosung da neulich beobachtet. Magazinvergrößerung, Schadensbooster. Sie sind ein harter Hund. Und in solchen Zeiten brauche ich so einen wie Sie. Was wollen Sie, Fink? Tja, es droht ein Aufstand, David. Fitzroy hat die Wilden aufgewiegelt. Da hätte einer wie ich schon Verwendung für einen alten, pinkerten Mann wie Sie. Suchen wir Chen Lin und dann nichts wie weg. Also, ich verlange nur, dass Sie die Sache zu Ende bringen, DeWitt. Wir wollen die anderen Bewerber nicht enttäuschen. Unser erster Kandidat ist ein Veteran aus Peking. Was sagt man doch gleich über alte Soldaten? Also, ich setze auf Sie. Er ist ein alter Hase im Umgang mit Sprengstoff. Der einzige, den ich kenne, der dabei keine Gliedmaßen verloren hat. Noch. Da drüben, Fireman! Alter! Bewegen. Ein Opfer für unsere Sünden. Halt. Nein. Ah, egal. Feuer und Verdammnis. Oh, ja. Okay. Ich habe ihn an der Jobbörse ergattert. Für kein Geld. Na komm, mach die Tür auf. Leite nicht, Lady Comstock! Den bekämpfen wir mit Feuer. Wo ist die Krähensau? Ah, scheiße, jetzt ist die Muni leer. Lauf, mein kleiner Dicker. Ich finde schon was. Gut so, ausgezeichnet. Mit so viel Ehrgeiz, Junge, werden Sie es bei Pink Industries weit bringen. Salze, Hände. Hier, bitte. Danke dir. Komm, kriegen wir den nicht vielleicht in die Luft geschleudert. Ich seh zu, ob ich noch was finde. Sie sind spitze, David. Einfach spitze. Junge. So. Qualitätsarbeit.
Schild, komm. Was ist mit meinem Schild? Dankeschön. Wo ist er? Wo ist der Penner? Ah, da. Also, genug des Vorgeplänkels. Ihr wahrer Gegner ist ein Automatenexperte. Er will alle Sicherheitskräfte durch Maschinen ersetzen. In einem hat er recht. Es wären weniger Mäuler zu füttern. Die Erde wird mein sein, so spricht der Poet. Achtung! Der Herr urteilt, ich handle. Warte mal. Vielleicht können wir die anderen übernehmen. Der Unschuldige hat nichts zu verbergen. Jawohl. Seite! Okay, fangen! Oh, scheiße! Komm hierher, komm. Geh da durch. Wir erzielen ausgezeichnete Ergebnisse. Das war's. Alter, Leute, echt. Komm da rein, komm. Vielen Dank. Komm. Nein. Oh, Mann. So, den haben wir jetzt. Los, mach. So. Scheiße. Wo ist er? Arschloch. Junge, ich muss sagen, Sie gefallen mir. Ich gratuliere, DeWitt. Wissen Sie, als mir Ihr Name genannt wurde, hatte ich Zweifel, ob Sie der Richtige sind für den Job. Boah. Aber jetzt kann ich sagen, dass ich mich getäuscht habe. Ich bin nicht interessiert an Ihrem Job, Fink. Also, ich weiß alles über Ihren kleinen Job für Fitzroy. Leider. Aber wollen Sie wirklich Ihrem Angebot den Vorzug geben? Manch einer würde töten, um Sicherheitschef bei Fink zu werden. Sie sind eine harte Nuss, Mr. DeWitt. Eine harte Nuss. Aber ich verspreche Ihnen, ich kriege, was ich will. Kommt da jetzt keiner mehr? Leute, was für ein Kampf. Also, absoluter Wahnsinn. Sorry, wenn ich da nicht so viel rede, aber ein bisschen konzentrieren muss man sich ja auch. Salvengeschütze. Da gehen wir nochmal hin. Da liegt auch noch Salz. Erstmal hier alles ein bisschen durchsuchen. Okay, Salz sind voll. Jetzt fertig. Okay, das sind die Teile. Haben wir das MG und sowas. Oh, ich fand den hier eigentlich. Aber das sind nur 2 Schuss. Und davon haben wir mehr. Ja, dann nehmen wir den. So, jetzt hier nochmal ein bisschen Kontrolle. Das haben wir schon, okay. Da liegt nur Salz. Sonst gibt es hier, glaube ich, auch nichts. Booker, da drüben ist deine Tür. Ja, das weiß ich, Baby.
Aber bleibt ganz geschmeidig. Wir gehen gleich noch durch die Tür. Ich will hier nichts vergessen. Oh, ich sprudel, Feuerwerk. Maschinengewehr. Brauchen wir Geld? Ah, gucke mal hier. Hier geht es nämlich überall noch weiter. Aber ich würde sagen, das machen wir in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao, ciao.